Tag 2 des Mallorca-Urlaubs in Cannes Picafort. Ich habe jetzt schon mal ganz toll gefrühstückt und bin wahrscheinlich ein bisschen zu luftig angezogen, weil es zieht heute leider doch ein bisschen zu. Aber ich möchte meinen 6000. Geocaching-Fund machen. Und dazu muss man hier im Ort so ein paar Häuserfassaden anschauen und die dann mit dem Listing vergleichen. Und dann kriegt man die Final-Koordinaten. Also ein total einfaches Ding. Wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Viel Spaß! Ich muss dann jetzt erstmal in Richtung Alcudia laufen, natürlich nicht bis nach Alcudia, um die nächste Hauswand zu finden, wo ich das Bild abgleichen kann. Ja, und ich sehe, die ist gar nicht so weit weg von hier. Ich schwenke einmal nach vorne und da links an der Hauswand ist schon das nächste Motiv. An der Strandpromenade sehe ich dann dort dieses Motiv, aber das Display von der Kamera ist so klein, ich sehe gar nicht, wo ich hinzeige. Und dann muss ich mal ins Listing von dem Geocache schauen. Dazu musst du erst mal gucken, an welchem Standort wir überhaupt sind. Das ist der Buchstabe I. Und dann gucke ich hier auf diese Liste, welche Ziffer der Buchstabe I dann wäre. Das ist die 2. Das trage ich mir hier ein und dann gehen wir zum nächsten Wegpunkt. Der nächste Wegpunkt wäre der Buchstabe E und der befindet sich oben an der, ich nenne es einfach mal Hauptstraße. Da können wir jetzt mal so ein paar hundert Meter laufen. Das ist immer gut für die Schritte auf der Uhr. Also, Attacke! Das ist nochmal das Nordeste Playa, wo ich vor knapp 2 Jahren im 6. Stock war. Und diesmal bin ich da hinten dran im JS Yates Hotel oder Yate, wie man das auch immer ausspricht. Ja, und hier geht es dann gemütlich das kleine Gässchen entlang, die Via Alemannia. Und es geht so ganz, ganz leicht berghoch für so einen waschechten Saarländer. Sind solche Steigungen natürlich kein Problem. Ich merke aber auch, dass es doch mehr zuzieht jetzt. Also heute Morgen, der Wetterbericht um 8 hat noch gesagt, dass komplett Sonne-Wolken-Mix wäre. Jetzt sind nur noch Wolken da mit Regenmöglichkeit ab 10.45 Uhr. Heißt also, ich habe noch eine Stunde und ich glaube, mich hat schon gerade ein Tropfen getroffen. Dieses kleine, beschauliche Dörfchen Cannes Picafort gehört zur Gemeinde Santa Margalida. Und Cannes Picafort hat um die 6.700 Einwohner. Davon sind 6,7% Deutsche, die hier residieren und ich komme jetzt hier an die Hauptstraße, da ist natürlich deutlich mehr Verkehr und mit ganz viel Glück können wir da hinten ein modernes Wahrzeichen von Cannes Picafort erkennen. Das ist das Hotel Tonga Towers mit seinen markanten blauen Balkons. Es ist weithin sichtbar. Gegenüber von diesem modernen Wahrzeichen haben wir auch schon das nächste Bild am Haus. Sieht fast aus wie eine Ratte, aber das wird es wohl nicht sein. Ja, und da schreibe ich mir mal dann die nächste Bonuszahl auf, um dann weiter Richtung San Paolo zu laufen. Ich zeige euch natürlich nicht alle Bilder. Ihr sollt den Geocache ja nicht anhand von meinem Video knacken können, ne? Das ist ja nicht Sinn der Sache.
Hier ist übrigens auch eine Haltestelle von diesem Ting-Ting-Bus. Mit dem kann man eine schöne Rundfahrt hier in Cannes-Picard-Fort unternehmen. Das kann ich euch auch empfehlen. Das ist auch so ein Hop-on-Hop-off-System. Ich gucke mir das aber gleich mal auf dem Schild nochmal an. Mallorca ist natürlich jetzt um diese Zeit ein Eldorado für Fahrradfahrer. Da sind hier Massen unterwegs, da müssen ganze Nächte sein. Und wie bestellt kommt auch der Ting Ting. Das ist dieser Bus hier. Der fährt alle 45 Minuten. Und ein Stückchen hinten dran der Linienbus, den sieht man vielleicht im Video noch nicht. Der wurde ausgebremst. Von dem Ting-Ting und dann von so einem komischen Touristenbus. Das gehört dann halt auch dazu. Mal gucken, ob wir den Bus gleich noch auf Video kriegen. Das war er. Der nächste Buchstabe ist eingeloggt, möchte ich sagen. Und dieses kleine Gässchen, das sind hier größtenteils Einbahnstraßen, gehe ich jetzt noch mal runter in Richtung Meer, um dann am Meer entlang nach San Paolo zu laufen. Hier am Meer ist es doch am schönsten, selbst wenn das Wetter nicht so ganz optimal ist. Es kommt sogar noch ein bisschen UV durch die Wolken durch. Aber es ist relativ kühl. Ja, und wenn ihr euch fragt, wie man diesen Ort, dieses Cannes-Picard-Fort ausspricht, der Mallorquiner nennt es Cannes-Picard-Fort. Also der betont das R relativ wenig, aber das T dafür dann trotzdem. Aber beides nicht so stark, also nicht dieses Rondell, sondern Cannes-Picard-Fort. Ne? So heißt der Ort. Haben wir das auch gelernt. Wunderbar, ne? An der wunderschönen Promenade oder auf der wunderschönen Promenade kann man natürlich hervorragend flanieren. Und wenn einem dann ein Hüngerchen überkommt, sollte es nicht lange dauern, bis dieser alsbald wieder verschwunden ist. Hier am Strand liegt jetzt noch ein bisschen von dem Seegras. Das haben die schon mal im April, glaube ich, entfernt gehabt. Und danach kam doch noch mal ein stärkerer Sturm. Uah, Wasser! Und hat es noch mal angeschwemmt. Und weil auch hier die Grünen anscheinend ein bisschen was zu sagen haben, dürfen sie das gar nicht so oft wegfahren. Aber es wird hier kompostiert und daraus wird feinster Mutterboden, vielleicht pflanzen die da drauf dann auch schöne Gurken an, ich weiß es nicht genau. Ich habe hier auch schon ein paar ganz tolle Dillbäume gesehen, aber das interessiert erstmal nicht. Interessant ist jetzt der Weg in Richtung San Paolo. Mensch, da müssen wir doch langsam mal hinkommen. Hier in und um Cannes-Picard-Fort sieht man öfters mal diese Figuren. So was Ähnliches gibt es auch am Bodensee von diesem einen Künstler, der da immer so ganz tolle Figuren versteckt. Hier ist es der Juan Benazar und der hat diese Figuren gemacht und wer dafür Interesse hat, hier ist so ein QR-Code drauf, den kann man sich anschauen und dann erfährt man noch viel mehr über diese tollen Figuren. Hier gibt es aber noch was und zwar solche Peiltürme, die wurden in der Zeit von 1941 bis 1970 ungefähr von der spanischen Marine errichtet und dienten der Kreuzpeilung von U-Booten und Kriegsschiffen. Die stehen immer so alle 1000 irgendwas Meter und sind immer im Abstand von 200 Meter hintereinander. Der andere steht hier im Ort in der Straße. Da ganz hinten im Bild, da sieht man den zweiten von diesen Peiltürmen von dieser Gruppe. Der steht auch genau in der Mitte von der Straße.
Und ein kurzer Schwenk hier über diesen schicken Platz. Da steht dann der eine, der sozusagen das alte Wahrzeichen von Can Picafort ist. An der Marina in Can Picafort steht hier noch dieser tolle Kopf. Und da muss ich euch doch mal ein Bild von dem Türkei-Urlaub einblenden, was ich da für eine tolle Strandskulptur gebaut habe. Vielleicht hat sich hier der Künstler tatsächlich mal von mir inspirieren lassen. Am Hafen haben wir dann hier noch passend zur Gurke solche Dillbäume. Sieht doch aus wie Dill, der an den Bäumen wächst, oder? Über das Meer schauen wir jetzt in Richtung Tramuntana-Gebirge. Geradezu ist Alcudia und Port de Alcudia. Dort finden wir dann die Formentor, genau, das Kap Formentor. Und wir schauen hier genau vor der Nase auf so eine Art Bunker. Das weiß ich aber nicht, weil ich so super schlau bin, sondern weil hier überall so Schilder stehen. Aber dieses Schild hier, ganz speziell von diesem Juan Benassar, bezieht sich wieder auf diese tolle Figurengruppe da hinten. Da gehen wir doch mal hin. Wenn man mich dann hier so mitten reinstellen würde, ich glaube, das wird gar nicht auffallen, dass ich hier bin, würde kein Mensch registrieren. Von diesem wunderschönen Getöse geht der Blick weiter in Richtung Sonsera de Marina und da hinten dann die Berge bei Cap de Pera und hinter den Bergen ist dann Cala Mayor und weiter geht's hier in Richtung San Paulo. Ich habe hier am Haus gerade die nächste Nummer für den Geocache gemacht. Und dann ist es, glaube ich, nur noch eine. Oh, ich muss ein bisschen laut reden. Die Wellen, die machen ja hier einen Krach. Los Argonautas. Wer weiß, was das heißt, kann es ja gerne in die Kommentare schreiben. Und das Video anhalten. Die Argonauten. Die Bucht von San Paulo oder das Büchtchen Escalo. Da gibt es dann hinten noch ein Tradi, aber zuvor halt der Multi, denn das wird ja mein 6000. Fund. Hinter dem Strand von San Paulo gibt es dann hier noch so einen kleinen Bach, der dann später mal irgendwann ins Meer fließen sollte. Und da sind Enten, spanische Enten, Enten Español. Die ganzen Bildchen sind jetzt alle im Kasten. Ich gehe jetzt dann zurück in den Ort, um dann das Final zu loggen. Soeben habe ich meinen 6000. Fund gemacht. Und was gibt es da Schöneres, als hier in dem wunderschönen Can Picafort eine Sightseeing-Tour zu machen? Denn mit diesem Multi lernt man den Ort auch noch mal so richtig gut kennen. Ja, die Wellen schlagen hier gleich schon ein bisschen höher. Aber dort hinten in Richtung Alcudia, da wo der Wind herkommt, da klart es schon ein bisschen auf. Und ich merke hier das erste Mal recht nah am Meer, dass das Wasser wärmer ist als die Luft. Also heißt es wahrscheinlich heute noch ab ins Wasser. Thank you.
seht richtig. Ich habe einen Raumwechsel vollzogen und habe jetzt dieses tolle Zimmer. Mein Koffer ist schon drin, ein paar Sachen habe ich auch schon hochgetragen und eingeräumt. Denn in dem anderen Zimmer hat es gebrummt. Ach. Aber gehen wir mal zuerst hier ins Bad. Da ist der Spiegel. Hallo, Waschbecken. Dann natürlich ein Klo. Hinten dran die Dusche, da spritzt dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlimm raus. Das ist schön. So, da ist dann der Kleiderschrank. Nochmal hallo. Der Fernseher, der hängt auch gerade an der Wand. Und das Wichtigste, hier brummt nichts. Dann machen wir mal den Balkon auf. Ich bin im dritten Stock mit einem wunderschönen Ausblick. Sogar mit seitlichem Meerblick. Das ist dann Richtung Palma de Mallorca der Blick, also Richtung Westen. Jo, das ist ja dann mal richtig cool. Ich liebe es ja oben zu wohnen, das gefällt mir ja richtig gut. Und in dem anderen Zimmer hat es leider total gebrummt. Da ist nämlich unten drunter anscheinend die Poolpumpe oder irgendwas. Da hat sogar das Bett vibriert, ganz zart. Das ist nicht schlimm, das ist wie ein kostenloses Massagebett. Aber das tiefe Brummen ging die ganze Nacht. Das war nicht so toll. Jetzt habe ich ein cooles Zimmer. Also hier kümmert man sich auch um die, sagen wir mal, kleineren Probleme. Aber es ist ja kein Urlaub, wenn es die ganze Zeit brummt. Hm? Gut, dann schauen wir mal, was wir mit dem Rest des Tages jetzt noch machen. Ja, und das Ganze mache ich jetzt mal mit der GoPro Hero 11. Da bin ich mal gespannt, wie die so performt hier, gerade was den Ton angeht. Ich habe hier die GoPro Hero 11 auf so einem Schwimm-Selfie-Stick im MediaMod. Und mit der werde ich jetzt mal in Richtung dem Lidl laufen. Der hat vor ungefähr 2 Jahren aufgemacht und mal schauen, vielleicht wird das ja hier so eine Art Serie Discounter-Shopping in Cannes-Picafort. Dazu muss ich aber gucken, ob hier oben an der Hauptstraße dann ein Weg bis zum Kreisel nach San Paolo geht, sonst muss ich wieder runter in Richtung Strand. Die Spanier haben da eine ganz andere Vorstellung vom Bauen. Das geht dort wirklich rucki zucki. Die wollen, glaube ich, jetzt Ende Mai eröffnen. Und das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Echt krass. Also cool. Der Mercadona, der hat mir immer sehr gut gefallen zum Einkaufen. Rennen wir mal rüber, ne? So. Und wenn er jetzt hinter mich guckt, auf der Straßenseite gibt es auch so einen geschotterten Weg. Das ist cool. Gleich kommt der Lidl. Da freue ich mich total drauf. Hier steht so ein Wagen rum. Schön, ich habe nämlich keinen Euro nichts dabei. Schnapp ich mir doch gerade. Ich weiß, warum der nicht in keiner will. Der ist kaputt. Mag ich dann auch nicht. Wagen kaputt? Gut, dann will ich keinen.
Das ist ja geil. Da bin ich hier im Lidl und habe meine Aldi-Tasche voll gekauft. Das war auch cool. Ich komme raus, wer kommt rein? Das Püppchen. Und zwar gibt es da auf YouTube, das nennt sich Dachtach. Und ich weiß gar nicht, ob der Typ, der das immer macht, Sam Baxter heißt. Auf jeden Fall seine Frau, die heißt das Püppchen. Und die geht gerade ins Lidl rein zum Einkaufen. Da gehen mal Grüße raus an alle Dachtach-Leute. Die sind von der We Love Can Pika Fort Community. Und die treffen sich halt auch hauptsächlich über Facebook. Facebook habe ich nicht. Daher ist die Kontaktaufnahme immer ein bisschen schwierig. Aber es ist total cool, wenn man YouTuber mal in echt sieht. Faszinierend. So, ich gehe jetzt hier mit meiner voll bepackten Aldi-Tasche runter in Richtung Strand. Man könnte fast sagen, das Meer hat mich wieder. Hier bin ich mal gespannt, das ist so leichter Wind, wie der Mediamod dann so performt. Ja, die Bewölkung, die ist ein bisschen zurückgegangen, aber naja, die Sonne scheint jetzt nicht mehr. Die soll 18 Uhr eigentlich kommen. Wir haben es jetzt 17.30 Uhr. Da glaube ich heute aber nicht mehr dran und morgen wird es ja noch schlechter. Toll, oder? Muss man mit leben. Ich laufe jetzt ins Hotel und dann gucken wir mal, was uns hier in die Einkaufstüte gefallen ist, die hier so lässig über meiner Schulter hängt. Da freue ich mich. Irgendwie muss man sich ja trösten. Zu Hause angekommen. Da machen wir jetzt mal ein Unboxing von der Einkaufstüte. So, da ziehen wir mal die Kamera hier durch den Griff durch. Schwupp, schwupp, schwupp. Und dann gucken wir da mal rein. Also einmal hier so ein paar Kekse. Dann was für die Achseln. Hier nochmal ein bisschen Energy ohne Salz. Dann der Klassiker Freeway Zitronenlimonade. Und die ist halt hier für mein gutes Perlenbacher. Schön. Hauptsache will ich die Scheiße. Wir lassen sie hier auch draußen stehen. Vielleicht wird sie dann noch ein bisschen kälter. Und gegen den morgendlichen Mundgulli noch ein paar Kaugummis. Und damit nicht nur der Mund nicht stinkt, sondern auch das Zimmer nicht. Hier dieses Duftding, da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Und wonach das riecht. Das war's dann jetzt mit dem tollen Einkauf beim ersten Discounter hier mit euch zusammen und mit der GoPro Hero 11 im Mediamod. Da bin ich ja mal gespannt, wenn ich dann zu Hause bin, wie da das Videomaterial geworden ist. Ja, dann genießen wir noch ganz kurz hier den Ausblick. Und dann gibt es ja auch schon bald Abendbrot. Musik